Der Weiße Ritter. Meine Güte, diesen Reichtum an Zauberkraft gibt es nur in Hyrule. Jeder versteht etwas davon. Deswegen ist Ganon auch so scharf auf Hyrule. Und er schreckt von nichts zurück, um es in seinen Besitz zu bekommen. Oh, es sieht so aus, als hätte er es auf dieses Dorf abgesehen. Ihr bleibt hier, Prinzessin. Ich komme mit. Zinnsoldaten. Mein Lieblingsspielzeug. Was denn? Habt ihr schon die Nase voll? Oh. Hey, nicht so gut, du Fliegen! Link, die Armbrust! Die Antwort auf eure Grobheit. Verdammt, sie ist leer! Lass los, du blöder Blechheimer! Ach du meine Güte, ein Oktorok! Schießt auf ihn, Prinzessin! Ich hab keine Pfeile mehr! Dann werf mir noch schnell einen Kuss zu. Vielleicht sehen wir uns nie wieder. Hände und Saugnäpfe weg! Der Rubin gehört mir! Jetzt pass auf, du Tintenfass! Link! Hör auf, herumzuspielen und halt das Monster auf! Ich tu! Mein bestes Prinzessin, ich wünschte, ich könnte. Mir wird ganz anders. Gott zum Gruße, ihr müsst die märchenhafte Prinzessin Zelda sein. Ja, das bin ich. Und ihr seid? Ich bin Prinz Fassad aus Arcadia. Ich habe die Welt bereist und all ihre Schönheiten gesehen, aber nichts kann gegen eure Schönheit ankommen. Link, wo sind deine Manieren? Steh auf und begrüße Prinz Fassad. Das ist mein Freund, naja, mein Wegbegleiter. Jemand, den ich kaum kenne. Sein Name ist Stink. Mein Name ist Link. Nett, eure Bekanntschaft zu machen. Eure Hoheit? Ebenfalls, guter Mann. Darf ich euch zurück zum Schloss bringen, Prinzessin? Mein Schimmel kann mit Leichtigkeit zwei tragen. Warum nicht? Ich nehme euer Angebot gern an. Hey, und was ist mit mir? Ich fürchte, drei sind zu schwer für den Schimmel. Ich bin sicher, du kommst allein zurecht. Ah! Hätte ich beinahe vergessen.
Der gehört doch wohl mir. Hey! Habe ich nicht letztendlich den Oktorok besiegt? Hä? Auf ein andermal. Ich sehe dich dann im Schloss, Link. Ja, so soll's sein. So, so, der bleichgesichtige und brave Prinz Fassad hat sich also in Hyrule blicken lassen. Das könnte für mich von Vorteil sein. Ich habe schon mal mit Prinz Fassad zu tun gehabt. Dadurch kenne ich seinen Schwachpunkt. Er ist sehr mutig, aber eingebildet, schrecklich eingebildet und stolz auf sein Aussehen. Er hat sich noch nie schmutzig gemacht, nicht einmal für eine Prinzessin. So, wenn die Dinge so laufen wie geplant, könnte es die Gelegenheit sein, Prinzessin Zelda zu entführen, um sie dann gegen ganz Hyrule einzutauschen. Sehr gut, Prinz. Ich hörte, dass wir in eurer Schuld stehen. Ihr habt eines unserer Dörfer ganz ohne Hilfe gerettet. Sehr gut, sehr gut. Wie ist euer Name nochmal? Oh, Vater, das ist Prinz Fassad, der berühmte Abenteurer. Abenteurer, sehr gut. Abenteurer. Hatten wir nicht schon mal so einen in unserer Gegend? Ja, du meinst wahrscheinlich Link. Aber Link hat nicht die Klasse von Prinz Fassad. Prinz Fassad ist nicht zu übertreffen. Oh nein, das würde ich nicht sagen. Ihr seid zu bescheiden. Da habt ihr nicht ganz Unrecht. Wo ist eigentlich dieser Link? Wer? Ich verstehe das Ganze nicht. Es ist so, als würde ich für Zelda nicht mehr existieren. Hallo, Link. Ich habe dir ein frisches Handtuch mitgebracht. Danke dir, Sprite. Oh, Sprite, verschwinde! Ich nehme ein Bad. Das dachte ich mir beinahe. Du siehst gut aus. Soll ich deinen Rücken waschen? Nein. Das mache ich lieber selbst. Hast du die Kleider bekommen? Natürlich, aber ich glaube, du machst einen großen Fehler, Link. Zelda möchte einen Prinzen, also wird sie einen bekommen. Ah, Zelda ist eine Kuh. Ich mag dich genau so, wie du bist. Besonders jetzt, wie du so in der Wanne sitzt. Raus, raus hier! Lass mich endlich in Ruhe baden! Soll ich dir nicht vielleicht doch den Rücken waschen? Und nachdem ich alle 50 Ungeheuer besiegt hatte, machte ich mich daran, Ganon den Garaus zu machen. Oh, ihr habt gegen Ganon gekämpft? Ja, in der Tat. Und ich habe diesen Mistkerl einen Denkzettel verpasst. Hallo zusammen. Erzählt ihr euch gerade Märchengeschichten? Was dagegen, wenn ich mitmache? Link, was soll denn diese Verkleidung? Oh, diese Verkleidung, wie ihr sagt, trage ich schon seit Jahren. Link, warte. Sie hat gelacht. Sie hat mich ausgelacht. Gelacht hat sie. Bitte, Link, so beruhig dich doch. Du hast nun mal lustig ausgesehen. Eigentlich aber ganz nett. Ja, nett. Und ich bin sicher, Zelda hat es nicht so gemeint. Halt die Luft an, Sprite. Ich verschwinde. Wenn Zelda den Triforce beschützt haben will, dann soll das doch ihr Märchenprinz machen. Ich jedenfalls kündige. Link! Leb wohl, Sprite! Yep. Wir machen uns auf den Weg, Katharina. Dieser Ort macht mich krank. Genau wie ich's vorher gesehen habe. Link verschwindet und nur der Prinz bleibt noch übrig.
Und ich weiß, wie ich diesen eingebildeten Kerl zur Strecke bringe. Du gehst und bringst mir Prinzessin Zelda. Und zwar sofort. Und als das letzte schreckliche Geschöpf tot war, stellte ich fest, dass ich die Stadt gerettet hatte. Fassad? Ihr seid so wunderbar. Das ist wahr. Aber ihr seid es auch, meine geliebte Prinzessin Zelda. In Gefahr. Ich... Niemals. Ach, was soll's. Ich bin so ein Idiot. Oh, lass mich runter, Fischlippe. Oh. Zelda! Hilf mir! Ich rette euch! Oh Gott, Schlamm! Ich fürchte, ich werde euch nicht retten können. Ich kann meinen guten Ruf durch so etwas nicht ruinieren. Hilf! Bitte hilf mir doch! Hilf mir, bitte! Tut mir leid, Prinzessin. Ich fürchte, ich kann nicht. Das ist mein Heldengewand. Und Helden machen sich einfach niemals schmutzig. Was? Wovon redet ihr, Schwachkopf? Ich wusste, dass dieser eingebildete Kerl nie in den Schlamm springen würde. Er macht sich mehr Sorgen um sein Aussehen als um die Prinzessin. Der Sieg gehört mir ganz allein. Öffnet den Schlammeingang. Prinzessin, vielleicht nächstes Mal. Viel Glück und ich meine das wirklich. Haltet aus, Zelda! Keinen Schritt weiter, Fischkopf. Sie ist es zwar nicht wert, dass ich sie rette, aber was soll's. Pass mal auf, Fischkopf! Nimm das! Ich danke dir, Link, dass du mich wieder gerettet hast. Hey, es ist zwar ein undankbarer Job, aber irgendjemand muss ihn machen. Ich bin froh, dass du derjenige bist. Zelda, ihr seid am Leben. Ich bin so froh, wirklich. Ich hätte euch spielend retten können, aber ihr wisst, wie es manchmal ist. Mistkerl! Oh! Ihr seid meine liebste Freundin, Prinzessin. Küsst mich. Nein, niemals. Ihr seid schmutzig. Ihr aber auch. Das macht nichts. Nein. Oh, jetzt küsst mich endlich, Prinzessin. Wunschene Prinz. Dieser faule Mistkerl Link. Er hat gesagt, er würde heute mit mir ausreiten und kommt natürlich nicht aus dem Bett. Aber ich brauche ihn nicht. Ich kann auch alleine Spaß haben. Hilfe! Helft mir! Vielleicht sogar mit einem Abenteuer. Link wird sich ärgern, dass er es verpasst hat. Er wird sich sogar sehr ärgern. Für schöne Mädchen, die in Gefahr sind, würde er sterben.
Was für ein köstlicher Leckerbiss. Mein Kleines, du bist so richtig zum Fressen, süß. Oh mein Gott, ich bin verloren. Gibt es denn keinen tapferen Helden, der mich vor diesem dreiköpfigen Freak rettet? Hey, pass mit deinen Beleidigungen auf. Du hast dich im Ton vergriffen. Ich muss meine Rolle erst noch üben. Will mich denn niemand retten? Wen haben wir denn hier? Den Falschen, wir wollten doch Link. Improvisieren ist angesagt. Verschwinde, Gliok! Oh, Grapefruit, darauf bekomme ich immer Sodbrennen. Ich hab's doch gewusst. Hier, fresst die Zitronen, ihr Milchgesichter! Jetzt. Hey, das ist aber nicht fair. Das ist alles falsch. Schöne Mädchen dürfen nur von tapferen Helden befreit werden und nicht von anderen schönen Mädchen. Hey, was soll das Gequatsche? Jetzt komm schon, los, komm mit! Nein! Ich bestehe darauf, von einem tapferen Helden befreit zu werden. Hat mich jemand gerufen? Mein tapferer Held! Es wurde Zeit, dass er kommt. Es wurde Zeit, dass er aus dem Bett kommt. Aha, er ist doch noch gekommen. Ganons Plan scheint wirklich zu funktionieren. Feuerkanonen bereit! Wurstelt ihn! Nicht mich! Nicht schlecht für den Anfang. Und jetzt zu dir. Nein, nein, vergiss es! Ha, jetzt hab ich dich, Gliok. Oh nein, ich habe dich. Oh, mein Held, er ist so tapfer. Ja, ja, ja. Aber machen wir langsam Schluss damit. Keiner kann sagen, ich hätte es nicht versucht. Er hätte lieber aufhören sollen, solange es noch ging. Ich bin Link, professioneller Drachentöter und Retter von bedrohten hübschen Mädchen. Das hast du schön gesagt. Oh, ihr habt mich gerettet, mein tapferer Held. Bitte lasst mich euch einen Kuss geben, um euch meinen Dank zu zeigen. Oh Mann. Mein Held. Ah, das ist genau das, was ich gerne höre. Passt auf, Prinzessin, ihr könntet noch etwas lernen. Mein tapferer Held. Link! Eifersüchtig, Zelda? Was ist los mit dir, Link? Gefällt dir vielleicht meine hässliche Nase nicht mehr? Du bist reingefallen. Ganons Plan hat funktioniert. Was? Meine Hände, die sehen so ulkig aus. Du müsstest mal den Rest von dir sehen. Was hältst du von einer Pirouette, Gipto? Fantastisch! Ihr habt gute Arbeit geleistet, meine Diener. Link wurde in einen Frosch verwandelt. Und da Link nun praktisch unbrauchbar geworden ist, wird Zelda auf meine Gnade angewiesen sein.
Jetzt werde ich den Rest meines Planes verwirklichen. Wenn ich zurückkomme, komme ich mit Zelda. Und Link wird für immer gewesen sein. Sieh dich an. Du bist nicht gerade der Schönste. Oh nein, das bin nicht ich. Sag mir, dass es nicht wahr ist, Zelda. Tut mir leid. Ich werde niemals mehr jemandem ins Gesicht sehen können. Ich bin ein Monster. Ich habe Schlimmeres gesehen. Hey, du hast doch mich. Ich werde immer deine Freundin sein. Danke, Zelda. Wie ekelhaft süß die beiden sind. Schluss mit der Gefühlsduselei. Ich hab lang genug auf diesen Moment gewartet. Ich will dich hüpfen sehen, Froschgesicht. Und du Satan! Lass ihn in Ruhe! Hast du immer noch nicht genug? Natürlich nicht, mein Zuckerschatz! Ihr werdet auf ihn aufpassen! Und du, mein Liebes, wirst mich in die Unterwelt begleiten! Habe ich nur getan. Ich habe zwei rote Spinnen gegessen. Igitt. Ich werde mich nie an dieses Froschleben gewöhnen können. Link, bist du da? Naja, er wird zum Reiten gegangen sein. Vielleicht sollte ich hier ein bisschen aufräumen. Sprite, ich bin's. Nein, dreh dich nicht um. Warum? Was ist los? Ganon hat mich verzaubert. Bereite dich auf einen Schock vor. Und Ganon hält Zelda gefangen. Wirst du mir helfen, Sprite? Das ist ja eine tödliche Waffe, die du da hast. Komm mir bloß nicht zu nahe. Tut mir leid, ich kann nichts dagegen tun. Froschinstinkt. Das ist es ja, was mir Angst macht. So, und was machen wir jetzt? Wenn jemand braucht einen weisen Rat, dann muss er einen Weisen suchen, der ihn hat. Ja, aber wo beginne ich die Suche? Die Mauerhexe musst du aufsuchen. Um sie zu finden, musst du suchen die Mauer ohne Ende. Versteckt unter dem Ast mit unbiegsamer Rinde. Hä? Der Triforce sagte, finde die Mauer ohne Ende. Das ist die einzige lange Mauer in ganz Hyrule, die ich kenne. Aber sie endet gleich hier. Nein, das tut sie nicht. Siehst du, sie führt in den Boden. Ja, ach, du hast recht. Aber wo finden wir einen Ast mit unbiegsamer Rinde? Direkt über dir. Das ist ein Eisenholzbaum. Du kannst ihn nicht biegen, auch nicht mit all deiner Kraft. Das ist gut. Jetzt muss ich nur noch versuchen, die Mauerhexe zu finden. Ihr habt mich gerufen. Schwirr ab, Kleines, oder du bekommst es mit mir zu tun. Überlass das Reden mir, Sprite, danke. Wir wollten sie nicht stören, aber Ganon hat mich verzaubert und ich würde gern wieder so werden, wie ich war. Könntet ihr mir helfen? Tja, Ganon hat zwar Fehler, aber seine alten Zaubertricks sind immer noch erster Klasse. Tja, das Heilmittel ist einfach. Du musst von einer Prinzessin geküsst werden, aber sie muss es von sich aus wollen. Na, ihr nennt das einfach? Wisst ihr, wie lange ich schon versuche, von Zelda einen Kuss zu bekommen? Und das war, als ich noch nicht wie ein Frosch aussah. Ich sagte, das Heilmittel ist einfach und nicht leicht. Nun viel Glück, mein Freund. Ich muss zurück in meine Mauer. Ich hoffe nur, dass Zelda mich küsst. Ich will nicht für immer ein Frosch bleiben. Dein Vater wird liebend gern bezahlen, um dich zurückzubekommen. Der Preis, der Triforce der Weisheit. Und als Zugabe einen Kuss.
Versuch es und du verlierst ein paar Zähne, Schweinebacke! Außerdem wird dein Plan niemals funktionieren. Link wird mich befreien, da bin ich ganz sicher, denn es ist sein Job. Link? Der ist schon zu Spinnenfutter verarbeitet worden. Hast du das Lachen gehört? Ja, Ganon. Komm schon, wir müssen herausfinden, wo Zelda ist. Hör damit auf, es macht mich nervös. Entschuldige, das war mein Mittagessen. Was? Möchtest du mir weismachen, dass Link hier ist? Sogar als Frosch macht er mir noch Schwierigkeiten. Du bleibst hier, bis ich zurückkomme. Ich soll hier bleiben, sagt er, als hätte ich eine andere Wahl. Komm, zeig dich, Held. Du kannst dich nicht vor mir verstecken. Hier entlang. Zelda! Alles in Ordnung? Soweit ganz gut. Schnell, befrei mich von den Ketten. Oh, ich bin so froh, dass du da bist. Ich bin so froh, dass ihr da seid. Ihr seid die Einzige, die mich wieder zu einem Menschen machen kann. Oh Mann, alles wird wieder gut. Aber wie? Ihr müsst mich nur küssen. Bitte. Das einzige Heilmittel ist der Kuss einer Prinzessin. Naja, wenn es kein anderes Heilmittel gibt, dann werde ich wohl müssen. Tut mir leid, aber ich mag ihn lieber so, wie er jetzt ist. Und ihr Prinzessin seid immer noch meine ganz persönliche Gefangene. Dann musst du mich erstmal fangen, Ganon. Oh, Link, mein armer Liebling. Du hattest so einen harten Tag. Ich bin wieder der Alte. Nimm das, Ganon. Geh zum Teufel, Link. Gute Idee, Ganon. Ganon, sind wir los. Er kommt zurück, sobald er seinen Verstand wieder zusammen hat. Wir müssen hier raus. Verflucht! Ich krieg dich, Link. Ich krieg dich schon noch. Wisst ihr, was ich nicht verstehe? Die Mauerhexe sagte, nur der Kuss einer Prinzessin würde mich heilen. Aber Sprites Kuss hat's auch. Das ist doch klar. Mein Vater war der König des Feenreichs. Und die Tochter eines Königs ist nun mal eine Prinzessin. Könnt ihr euch vorstellen, wie froh ich bin, kein Frosch mehr zu sein? Ich bin genauso froh. Und danke, dass du mich befreit hast. Möchtest du immer noch einen Kuss? Aber klar, zum Fressen gern. Oh, das ist ja wohl nicht zu fassen. Oh, es ist mein Versehen, ein alter Reflex. Oh, mir wird gleich schlecht. Oh, Zelda, verzeiht mir doch. Es war keine Absicht. Alte Gewohnheiten brauchen Zeit zum Abgewöhnen.